Herr Minister Niebel, danke, dass Sie sich Zeit nehmen für das Tagesgespräch bei Phoenix. Wir könnten über furchtbar viele Themen reden. Wir müssen über einige reden und wir beginnen mit dem Tagesaktuellsten. An diesem Dienstag findet in Ihrem Ministerium ein Treffen statt mit Vorstandsvorsitzenden von Unternehmen, aber auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft und vor allem mit Bill Gates, dem Co-Vorsitzenden der Bill und Melinda Gates Stiftung, die sich einsetzt gegen den Hunger in der Welt. Was ist das Ziel dieser Veranstaltung? Das Ziel ist, Investitionen zu schaffen für ländliche Entwicklung, insbesondere in Afrika, aber insgesamt in Entwicklungsländern. Wir wissen, dass kontinuierliche Investitionen in ländliche Räume Voraussetzung dafür sind, den Hunger in der Welt zu bekämpfen, Armut zu bekämpfen und dazu beizutragen, dass unsere Partner sich entwickeln können. Bill und Melinda Gates in der Stiftung sind entscheidend wichtige Partner für Deutschland in der Entwicklungskooperation. Wir haben mehrere Bereiche, wo wir kooperieren. Es funktioniert meistens so, dass wir einen Teil Steuermittel zur Verfügung stellen für interessante Projekte. Und dass die Stiftung zusätzlich das gleiche Geld noch mal drauflegt. Jetzt treffen wir uns mit Unternehmen, die investieren wollen in ländliche Entwicklung. 35 haben sich in der Deutschen Ernährungspartnerschaft schon zusammengefunden. Und hier kommen wir zur Drittelfinanzierung. Das heißt, wir generieren, ohne den Steuerzahler zu belasten, zusätzliche Mittel, um in ländlichen Entwicklungsbereichen aktiver zu sein, damit die wachsende Weltbevölkerung ernährt werden kann. Heißt das auf der anderen Seite auch, ohne die Unternehmen geht es jetzt gar nicht mehr? Es geht besser mit den Unternehmen, denn die Unternehmen haben einen unternehmerischen Ansatz. Sie wollen hinterher erfolgreich sein, deswegen investieren sie ihr Geld. Das führt dazu, dass die Bäuerinnen und Bauern auch erfolgreich wirtschaften können, dadurch, dass sie besser qualifiziert werden, was die Landwirtschaft als solches anbetrifft, aber auch was die Haltbarmachung von Produkten anbetrifft. Unternehmen können investieren in Infrastruktur, zum Beispiel in Lagermöglichkeiten. 40% Nachernteverluste sind ein großer Bestandteil des Hungers in der Welt. Und natürlich auch in Infrastruktur im Sinne von Verkehrswegen, also damit ich die Produkte vom Feld zum Marktplatz bekomme. Das kann man nicht alleine mit Steuermitteln machen. Das wollen wir auch nicht alleine mit Steuermitteln machen. Deswegen freuen wir uns, wenn die Wirtschaft mit an Bord ist und die Zivilgesellschaft das Ganze mit unterstützt. Da wird die Wirtschaft mit an Bord geholt, weil es nicht anders geht oder weil es besser geht, wie Sie sagen, mit der Wirtschaft gleichzeitig. Haben aber nicht aufgehört, die Spekulation, das Spekulieren um und mit Nahrungsmitteln. Die Deutsche Bank hat gerade wieder angekündigt, dass sie auch in diesen Markt wieder einsteigen wird. Viele Finanzunternehmen stecken damit drin. Wie passt das zusammen? Manche Unternehmen weisen auf Studien hin, die nicht belegen, dass Spekulationen mit Nahrungsmitteln zur Preissteigerung führen. Ich kann das nicht abschließend beurteilen. Ich weiß, dass die Deutsche Bank uns in einem Fonds hilft, wo sie eigenes Geld dazu gibt für nachhaltige Finanzierung von Entwicklungsprojekten in ländlichen Räumen. Das ist ein guter Weg, um hier dauerhaft dazu beizutragen, Armut und Hunger zu bekämpfen. Ich sehe allerdings, dass natürlich die Preise von Agrarrohstoffen und die Preise von fossilen Rohstoffen, was die Energieerzeugung anbetrifft, sehr parallel verlaufen. Deswegen war die Diskussion über die Frage von Tank oder Teller im Sommer diesen Jahres sehr wichtig. Und wir kommen hier auch ein Stück weiter, dass wir zu Tank und Teller und Trog kommen werden mit der zweiten Generation der Energiepflanzen. Miserio sagt, dass es Studien gibt, also das katholische Hilfswerk sagt, dass es Studien gibt, die eben dann doch belegen, dass es zumindest einen indirekten Zusammenhang gibt zwischen diesen Spekulationen und den Nahrungsmittelpreisen. Das nur am Rande noch erwähnt, weil es die eben auch gibt, diese Studien. Vielleicht, wenn ich da noch einen Punkt ergänzen darf. Wir sind der Ansicht, dass auf jeden Fall Transparenz hergestellt werden muss, dass bei Agrarrohstoffen eine Börsenpflicht eingeführt werden muss und dass eine Clearingstelle deutlich machen muss, ob tatsächlich so viel gehandelt wird, wie auch produziert wird. Das nimmt der Spekulation die Spitze und ist ein erster großer Schritt hin zu einer besseren Organisation. Blicken wir nach Mali, wo viele Politiker auch aus Deutschland, allen vornherein Bundestagspräsident Lammert, sagen, das bisherige Engagement Deutschlands reicht da nicht aus. Sie sagen, die beiden Transalmaschinen, die jetzt zur Verfügung gestellt werden, sollen reichen. Wie begründen Sie das? Nun, wir tun hier viel mehr. Zunächst sind wir erstmal einer der größten Truppensteller weltweit. Das heißt, es gibt auch eine gewisse Arbeitsteilung. Zum Beispiel sind die französischen Streitkräfte aus Afghanistan abgezogen. Wir sind der zweitstärkste Truppensteller in Afghanistan. Auf der anderen Seite sind diese beiden Transall nun genau das, was die französischen Freunde von uns erbeten haben für ECOWAS, also für die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, um die Truppen der afrikanischen Staaten nach Mali zu transportieren. Darüber hinaus haben wir 2009 zugesagt, 125 Millionen Euro für drei Jahre
Jahre Entwicklungszusammenarbeit. Und wir haben ja die Entwicklungszusammenarbeit für die Menschen vor Ort nicht eingestellt. Wir arbeiten weiter dort, wo die Sicherheitslage es möglich macht, insbesondere im Bereich Wasserfern- und Abwasserentsorgung, ländliche Entwicklung, Ernährungssicherung. Darüber hinaus gibt es die humanitären Hilfsmittel, die nicht nur für Mali, sondern für die gesamte Sahelzone eingesetzt wurden, also auch für die Nachbarländer, die von den Flüchtlingsströmen, unter den Flüchtlingsströmen zu leiden haben. Deswegen tut Deutschland hier sehr viel und wir prüfen jede Anfrage, die uns gegeben wird, ob wir sie erfüllen können, ob sie notwendig ist. Aber Fakt ist, dass die internationale Staatengemeinschaft dankbar ist für das Stoppschild, das Frankreich der militärischen Expansion Richtung Bamako zur Hauptstadt entgegengesetzt hat. Auf der anderen Seite aber ist die internationale Staatengemeinschaft auch einig, dass diese Aktion ein afrikanisches Gesicht braucht. Das heißt, die Franzosen sind, weil Gefahr im Verzuge war, eingesprungen. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir die französischen Truppen ersetzen können durch afrikanische Truppen, die dann bei der Herstellung der territorialen Integrität und der Rückgewinnung der Sicherheit für die Menschen in Mali die Federführung haben müssen. Sie haben eingangs diese Antwort erläutert, dass ja nach wie vor Geld fließt für Mali, für Projekte, dass dann noch geholfen wird. Wie sieht denn das konkret aus im Moment? Nun, wir haben noch einen Stab von entsandten Kräften vor Ort, der aus einem sicheren Umfeld in Bamako heraus die Projekte steuert. Und wir haben natürlich unsere Ortskräfte vor Ort. Und überall dort, wo die Sicherheit es ermöglicht und wir regierungsfern, aber nah bei den Menschen tätig sein können, werden die Projekte weiter durchgeführt. Überall dort, wo wir die demokratischen Kräfte auch in der Übergangsregierung unterstützen können, wird weiter gearbeitet. Überall dort, wo Putschisten in den Funktionen sind, haben wir die Maßnahmen international abgestimmt erst einmal ausgesetzt. Aber die malische Regierung hat jetzt einen Stufenplan auf den Weg gebracht zur Wiederherstellung der demokratischen verfassungsmäßigen Ordnung. Der wird am Mittwoch im Parlament beraten werden. Und wenn dieser Stufenplan implementiert wird, können wir sukzessive auch die Regierungszusammenarbeit wieder aufnehmen, was natürlich die Situation insgesamt verbessern wird. Also ich verstehe das schon richtig. Im Moment keine Zusammenarbeit, zumindest auf staatlicher Ebene. Die Regierungszusammenarbeit ist in einer internationalen Geberabstimmung nach dem Putsch ausgesetzt worden. Wir arbeiten dort, wo es den Menschen unmittelbar nützt und wollen, wenn Mali jetzt seine Hausaufgaben der Staatengemeinschaft erfüllt hat, auch entsprechend der Erfolge dieses Stufenplans wieder einsteigen in die staatliche Kooperation. Schließen wir die außenpolitischen Kapitel an dieser Stelle ab und blicken nach innen, blicken zur FDP, blicken auch auf Sie persönlich. Sie haben beim Dreikönigstag gesagt, es zerreiße Sie innerlich der Zustand der FDP. Ist er geheilt inzwischen oder sind Sie geheilt inzwischen? Nein, nicht. Wenn Sie die Umfragen angucken, dann ist es noch ein weiter Weg bis zu einer erfolgreichen Bundestagswahl. Aber der Weg wird beschritten werden. Ich habe festgestellt, was mir persönlich nicht gefällt und was ich denke, wo wir besser werden können. Wir haben uns unter Wert verkauft. Wir haben jetzt entschieden, dass der Parteitag vorgezogen wird. Wir also wie andere Parteien auch frühzeitig Entscheidungen treffen, die uns wahlkampffähig machen. Wir werden jetzt ein Team bilden. Es wird eine Doppelspitze geben. Das sind alles Punkte, die ich mir gewünscht habe zu Dreikönig. Und ich bin froh, dass das jetzt auch entsprechend auf den Weg gebracht wird. Es stimmt, ich habe Rainer Brüderle unterstützt als Vorsitzenden. Das ist eine andere Entscheidung geworden. Er ist jetzt Spitzenkandidat. Ich bin Spitzenkandidat in Baden-Württemberg, dem zweitgrößten Landesverband, und werde ihn nach all meinen Kräften unterstützen, damit wir ein erfolgreiches Ergebnis für die Bundes-FDP erzielen. Hat man Ihnen da nicht ein Placebo gegeben? Der Oberarzt ist derselbe, die Visite ist ein bisschen früher, aber die Diagnose ist dieselbe nach wie vor. Ach, man kann nie immer zu 100% seine Ideen durchsetzen in der Politik, das wissen Sie. Und ich glaube, dass es eine gute Entscheidung ist, jetzt, wie sie gefallen ist. Und deswegen müssen alle an dem Ziel arbeiten, dass wir erfolgreich diese Entscheidung in ein Wahlergebnis umsetzen, das der FDP und damit Deutschland gut tut. Müssen Sie um Ihren Präsidiumssitz bangen, nach dem, was Sie gesagt haben in Stuttgart? Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine liberale Partei jemanden abstraft, nur weil er das sagt, was notwendig ist. Und darüber hinaus werden wir bei uns in den Gremien besprechen, was die beste Aufstellung des Landesverbandes Baden-Württemberg ist, um ein höchstmögliches Maß an Ergebnis zu erzielen. Blicken wir zum Abschluss auf die ganz aktuelle Debatte, die es gibt um Rainer Brüderle, Ihren Spitzenkandidaten. Sie haben immer wieder betont, den Zeitpunkt, an dem das jetzt erschienen ist, die Reportage des Stern, sind Sie nur mit dem Zeitpunkt nicht einverstanden oder auch nicht mit dem, was da steht? Was da steht, kann ich nicht beurteilen. Wenn es etwas gewesen wäre, was die Reporterin belastet hätte, hätte sie es bestimmt zeitnäher angesprochen. Ich finde gut, dass wir eine Debatte über die Frage des Verhältnisses zwischen den Geschlechtern in Deutschland führen. Aber der Aufhänger ist natürlich ein gänzlich falscher. Wenn jemand vor über einem Jahr am 5. Januar 2012 sich belästigt gefühlt hat und dann über ein Jahr braucht, um das so zu verarbeiten, dass man unmittelbar nach der Nominierung einer Führungskraft es öffentlich debattiert, dann hat das schon
sehr den Anschein einer politischen Diskussion, einer Diskussion, die der Person und der Partei, für die sie steht, schaden soll. Und das ist schlechter Journalismus, das ist nicht akzeptabel. Und deswegen würde ich das eine mit dem anderen ungern vermischen. Eine gesellschaftspolitische Diskussion über die Geschlechter, über das Geschlechterverhalten in Deutschland halte ich für sinnvoll. Was Belästigung von Frauen, übrigens auch von Männern anbetrifft, ist es notwendig, dass man sich darüber einigt. Auf der anderen Seite darf man hier nicht so tun, als wenn etwas, was politisch, parteitaktisch eingesetzt wird, dann hinterher hier der Anlass dafür sein darf. Emnit hat eine Umfrage gemacht zu dem Thema. 90% in dieser Umfrage sagen, Rainer Brüderle soll sich entschuldigen. 45% würden sogar einen Rücktritt für angemessen halten. Warum schweigt Ihr Spitzenkandidat? Das halte ich für eine unsachliche Forderung. Erstens müsste, wenn jemand eine Entschuldigung will, das die Journalistin fordern. Das hat sie nach meinem Kenntnisstand nicht. Sie hat sich nach meinem Kenntnisstand in ihren Twitter-Aussagen nicht beleidigt und belästigt gefühlt, schreibt das jetzt aber. Und das beschreibt doch dann auch die gesamte Situation. Und ich war nicht dabei, sie war nicht dabei. Ich kann nicht beurteilen, was passiert ist. Und deswegen finde ich es sehr vernünftig, bei einem so unsachlichen, politisch orientierten Angriff dann auch entsprechend das zu tun, was Rainer Brüderle macht. Zu schweigen. Absolut.